Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, falls ihr eingeschaltet habt. Ansonsten sehr schade, dass ihr nicht eingeschaltet habt, ehrlich gesagt. So, ja, wir sind hier immer noch Prestige 5 am Ballern. Und es sieht okay aus, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben hier noch einiges vor uns, was das Blaue angeht. Wir haben aber auch zum Glück nur relativ wenig Ungeduld aktuell. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Wir haben unsere dritte Bäckerei fertig und die wird natürlich versuchen, hier die Pasteten an den Start zu bekommen. Wir haben gerade Sturm, ne? Ja, wir haben gerade Sturm. Heißt, es sind gerade nur 6 Holzfäller aktiv. Gut. Gucken wir mal, ob das hier ausgeht, ob sich das ausgeht. Wir brauchen auf jeden Fall, denke ich, noch mehr Getreide, also ein Feld entdecken wäre jetzt nicht so verkehrt. Aber wir sind ja dran. Hier die Lichtung ist bald durch. Hier geht es auch bald leider. Machen wir die schon mal hier hin. Was haben wir hier eigentlich? Boah, nice, ey. Schon minus 275. Das läuft auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, und dann müssen wir demnächst mal gucken, dass wir irgendwie an Werkzeug kommen. Weil ohne das wird es insgesamt, glaube ich, schwierig. Sehr schwierig. Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwie unser Kupfer einschmelzen. Das wäre auf jeden Fall gut. Ich hoffe, dass unsere Keksproduktion jetzt mal langsam ausreicht. Das hier sieht auf jeden Fall schon mal was besser aus. 44 auf der hohen Kante. Kleidung sieht auch gut aus. 105. Obwohl das alle drei wollen. Aber da haben wir ja jetzt auch zwei Teile hier am Ballern. Stoff ist auf jeden Fall auch noch genug da. Pflanzenfasern sind da. Alles gut. Also Kleidungskette sieht auf jeden Fall positiv aus. Wir müssen sowieso auf jeden Fall noch erkunden, weil wir haben nicht mehr so viel Lehm. Und das ist natürlich wichtig. So, jetzt erstmal gucken. Also, pass auf. Jetzt erstmal gucken. Das hier hat aufgehört. Wir könnten das sogar einfach mal anmachen. Auf Level 1. Dann ist es nicht so krass. Und es bedient unsere Feindseligkeit weiterhin. Das hier müsste jetzt weiter steigen. Jawohl. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Harpien sind auch relativ glücklich. Wir haben momentan keine Obdachlosen. Das ist auch schon mal gut. Aber jetzt erstmal hier wieder Holzfäller rein. So, dann haben wir einen neuen Grundstein. Was ist das? Alter Filzhut auf der Unterseite. Achso, das ist das. Ja. Ja. Nein. Brauche ich die Verbrauchs... Ne, eigentlich nicht, ne? Brauchen wir nicht mehr, die Verbrauchssteuerung. Von daher passt das schon. Muss passen. So, haben wir ein bisschen Geld? Ja, haben wir. Wir könnten das hier kaufen. Und wir können das nochmal kaufen. Und wir könnten Steine kaufen. Damit wir mal bessere Straßen machen können. Das finde ich ganz gut. Und wir könnten auch theoretisch mal ein paar Teile kaufen. 5 würden reichen. Wir können ein bisschen hiervon kaufen. Für 60. Ganz einfach der Hintergrund. Warte mal, mach die nochmal weg. Dass wir da ein bisschen was... Ja, sind die gleich teuer? 0,91? Nee, warte mal. Dann nehmen wir lieber das. Weil... Da können wir ein bisschen was einschmelzen und haben schon mal ein paar Haken. Das finde ich nicht verkehrt. Aber Teile hätte ich eigentlich auch mal wieder ganz gerne ein paar.
Aber jetzt fehlt uns da ein bisschen das Zeug. Kriegen wir bald Teile eigentlich? Wir kriegen Teile. Ja, kriegen wir eigentlich bald. Wenn wir jetzt Pastete hier erfüllen, dann müssten wir demnächst Teile kriegen. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir hier irgendwas, was über 9 ist? Die Bahn habe ich gerade erst eingekauft. Die will ich eigentlich nicht verkaufen. Ach, ihr Penner. Dann machen wir es einmal mit 8. Komm, damit wir einen dritten haben. Warte mal, was ist denn da eigentlich noch aktiv? Ach, brauchen wir gar nicht. Ich bin ein Trottel. Egal, ist nicht schlimm. Aber dann können wir mal jetzt den Werkzeugladen bauen. Und wir können mal ein paar Steinstraßen machen. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Bei dem, was hier so los ist. Das ist hier eigentlich, ach, da geht es gar nicht durch. Stimmt. So, jetzt haben wir das hier erfüllt. Das heißt, plus 1 Bretter. Das ist nicht schlecht. Neue Leute, ja, einmal neue Leute können wir erstmal noch verkraften. Da würde ich sagen... Oh, Teile. Auf jeden Fall Teile. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ultra gut. Das ist, man gefällt mir wirklich hervorragend. Das ist sehr toll. So, was haben wir hier? Mäntel brauchen wir nicht. Wein könnte man tatsächlich auch produzieren, aber ich will lieber Bier für die Freizeit. Das bedeutet, wir setzen es einmal zurück. Verdammt. Aber wir hätten Bier auf 2 und Schriftrollen. Das brauchen wir theoretisch auch. Ja, komm, dann nehmen wir das Schreibhaus. Bier auf 2 ist ja immerhin besser als auf nichts. Allerdings, um jetzt Bier zu brauen, brauchen wir wirklich noch Getreide. Sonst passt das alles hier nicht. Heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen was erkunden. Sonst bringt das ja nichts. So. Ich überlege auch... Sollten wir nochmal Rohre produzieren? Können wir eigentlich auch nochmal machen. Mit ein paar Barren, weil wir auch mal dann ein bisschen mehr. Wie viel haben wir eigentlich? Eine. Hier können wir auf jeden Fall mal wieder welche reinmachen. Die ein bisschen läutern das Feuer herstellen. Wir dürfen es nur nicht komplett vergessen. Das dürfen wir nicht. So, ja, was machen meine Holzfäller? Die sind okay. Die haben Feld entdeckt, gut. Das werden wir auch direkt in Anspruch nehmen, würde ich sagen. Kleinfarm. Sind da alle drin? Ja, ne? Was haben wir hier? Das ist nicht schlecht. Allerdings habe ich gerade keine... Ich kann es hiermit machen. Finde ich aber, wie gesagt, ganz gut. Müssen wir nur mal gucken, wo die jetzt dann entstehen. Vielleicht mache ich das hier mal wieder weg. Hier ist auch noch mal ein bisschen Lehm. So, was machen wir an anderen Holzfällen? Die machen hier noch mal ein bisschen Platz. Das ist auch okay. Und der hier auch. Okay. Ja, hier das tickert durch. Passt. Ja, ein paar Schrimps können wir verkaufen. Das war's. Deswegen haben wir auch so wenig Ungeduld. Also das ist ein richtig guter Grundstein hier, glaube ich. Das ist nicht schlecht. Was ist das da gewesen? Das hier. Gut. So, Pastete wird langsam erfüllt. Die Harpien sind glücklich, geben uns hier Reputation.
033. Ja, wäre schön, wenn halt die Menschen und die Biber sich auch mal dahin gesellen würden. Allerdings tun sie das nicht. Aber wir können jetzt mal gucken mit dem Schreibhaus, ob wir da ein bisschen was hinbekommen. Davon brauchen wir aber auf jeden Fall zwei Stück, denke ich. Da gucken sie. Wo ist unsere Baustelle hin? Unsere Baustelle ist weg. Ja. Macht ihr mal hin hier. Warte mal, da kann aber noch einer rein. Lege noch einen zweiten Steinmetz zu bauen. In der Hoffnung, dass wir einfach bald noch mehr. Ach scheiße. Ich vergesse immer, dass wir diese bekackten Pigmente dafür brauchen. Brauche ich hier zwei Schreibhäuser, ohne was damit anfangen zu können? Baue ich das? Das ist auch echt Wahnsinn. Ja, der brecht ab. Brecht ab. Das hat ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Aber wobei hat es doch. Verdammt. Brecht es nicht ab. Baut doch noch hier eins hin. Pastete wird langsam erfüllt. Das tickert weiter durch und Holz kriegen wir trotzdem. Alter, das ist krass. Ich krieg nichts, um das einzuschmelzen. Jetzt könnte ich den Brennofen nehmen, da könnten wir Kohle produzieren. Will ich aber nicht. Ich will jetzt Sachen einschmelzen. Es kann doch nicht wahr sein. Pff. Das ist doch Abfuck hoch 10 jetzt. Warten wir mal ab. Wieder Obdachlose im Übrigen. 4 Harpien sind obdachlos. Könnte ich eigentlich so eine Quelle noch bauen? Nee, wir haben keine Essenzen. Ziegel machen wir immer noch hier drin. Finde ich witzig. Finde ich gut. Pasteten geht sich auf jeden Fall nicht aus. Kekse ist jetzt übrigens auch gerade wieder relativ leer. Aber das könnte auch daran liegen, dass wir wahrscheinlich... Ja, wobei, die haben... Bärenverbot und die haben Bären erlaubt, richtig? Richtig. Ja, dann müsste es aber eigentlich okay sein. Dann müssen wir halt noch einen vierten Bäcker bauen. Der dann noch mehr Pasteten baut, braut, macht. Fünfundzwanzig Gold brauchen wir, ne? Das tickt und tickt hier immer weiter. Gefällt mir gut. Sturm kommt. Wir sind auf Level 4. Ticken das jetzt mal hoch. Level 3. Das haben wir erfüllt. Gut.
Jetzt brauchen wir noch Menschen und ein Harpienhaus. Ja, jetzt fehlt nur noch eine Aufgabe, Bier und Schenke. Und wir sehen, das hier ist alles ganz okay. Und das hier ist auch erstmal wieder aus. Warte mal, wie sieht denn das hier unten eigentlich aus? Hier müssen Leute rein. Da sind die Dreier. Mine. So. Die Stein ist noch da. Wir haben 99 Kupfererz. Da muss man halt auch mal überlegen, ne? Vier Haken. Sechs Barren. Rohre 8. Was brauchen denn die Bäckereien? Die brauchen Nieselregen, ne? Habe ich einen Nieselregen-Geysir? Nee, oder? Sturm, Sturm, Sommer. Ja, ich habe keinen Nieselregen. Also wenn, dann sollten wir Nieselregen machen, damit wir die Bäckereien befeuern können. So, jetzt komm. Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt haben wir hier Kupferbarren auf 1. Nehmen wir Bier. Dann machen wir jetzt Bier und... ja, Pasteten, wa? Bier und Pasteten. Dann können wir es so machen, dass wir das hier zusätzlich halten. Nee, das macht keinen Sinn. Das heißt, wir reißen das hier ab. Bier. Und Ziegelofen. Allerdings Ziegelofen werden wir 2 brauchen. Ich glaube, deswegen wird das hier nicht. Ich mache jetzt ein paar Kupferwege, juckt mich nicht. Kann ich nicht bauen? Weiß ich nicht. Irgendwas ist hier mit den Wegen falsch. Aber egal. Gucken wir uns das später an. So, was haben wir hier? Nächste Lichtung. Nächste Getreidefarm. Hier kriegen wir. Was ist das denn? Okay, Weihrauch. Das melden. 8 haben wir aber derzeit nur. Aber gut, nach dem Sturm kriegen wir was. Haben wir auch noch Zeit, ne? 15 Pakete haben wir die, ja. Nee. Nee. Das will ich eigentlich alles mal so einigermaßen behalten, was die jetzt hier wollen. Das kann weg und das kann auch weg. So, einmal noch Leute ist jetzt die Frage. Brauchen wir noch mal Leute? Ich weiß es nicht.
Die fressen uns halt. Ja gut, aber wir müssen die Mine noch voll machen. Zwei Dinger. Nehmen wir noch einmal Leute. Die hier müssen wir auch noch voll machen. Das heißt, Nieselregen. Ihr macht nur Pastete. Hier müssen wir halt erstmal gucken, ne? Die Schriftrollen. Dass wir da Pigmente bekommen. Und Bier, ganz ehrlich, werden wir wahrscheinlich mit einer Brauerei auch nicht so ultra weit kommen. Brauerei. Aber da müssen wir halt auch noch gucken, wo bekommen wir. Irgendwo bekommen wir Fässer her. Ich weiß gerade nicht, woher. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Haben wir dieses Pro-Dings? Kriegen wir Fässer? Ah, wir kriegen 5 Trinkschläuche. Ah ne, das ist die Produktion. Stimmt, die Produktion von Trinkschläuchen sollten wir forcieren. Das müssen wir gleich mal gucken. So, Zorg. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Was ist das denn? Hoffentlich erfährt die Königin. Du hast allen freigestellt, einen Entwurf auswählen. Das ist nicht schlecht. Allerdings sehr fucking teuer. Also wirklich sehr teuer. Lohnt sich das? Was bräuchten wir denn? Wir brauchen Schmelzen, ne? Ich hole mir jetzt gerade erstmal die 5. Oder kriegen wir die? Warte mal, nee, die kriegen wir nicht über Handelswege. Also wir brauchen 5. Ne, wir brauchen 30 Gold, nicht 15. Scheiße. So, warte mal. Also 30, das heißt 20. Was willst du haben? Du nimmst ja zum Glück relativ viel Gedöns. Also Stoff kannst du schon mal haben. Ja, komm, mach einfach automatisch dann. So, haben wir die 30. Die werden jetzt abgejuckelt. Die dürfen wir jetzt halt noch nicht ausgeben. Ja, und jetzt ist halt noch die Frage, das hier... Brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das hier wäre tatsächlich nicht so scheiße. Aber wo kriegen wir 48 Jolt her? Seemark bringt ein bisschen was. Bretter. Harz. Mehl. Oh ja, Mehl. Das Problem ist, die müssen die 30 rüber machen. Dann kommen wir gar nicht auf 48 Gold. Wir hätten nur 2 übrig. Nee, komm. Dann lassen wir's. Wir hätten nur 2 für die Aufgabe hier. Ich meine, ich könnte das auch hier mit dem Zeug wegmachen. Puh, aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Wir machen das jetzt so. Und lassen den mit dem Dings da wegfahren. Ist mir egal. 3 Pflanzenfasern pro Minute haben wir schon, ne? Pflanzenfasern, glaube ich. Oder? Ne, haben wir nicht. Gemüse. Und Entwurf mehr bei den Händlern. Könnte nicht so verkehrt sein, tatsächlich. Hat er das jetzt schon dann? Hallo. Nee. Er ist der Nächste wahrscheinlich. Naja, gut. Hm.
Okay. Die erste Brauerei. Ja, jetzt müssen wir sehen, dass wir erstmal hier an Getreide kommen. Was ist hier eigentlich? Distillerie. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. War jetzt hier Nieselregen gasieren? Nee, auch nicht. Schade. Die Mine. Ja, die Mine sollten wir eigentlich auch mal voll machen. Das hier brennt. Das hier brennt weiter. Alles gut. So, Pasteten müssten jetzt eigentlich auch demnächst mal ein paar mehr kommen, hoffe ich. Die sind auf jeden Fall hier dran. Die brauchen auch Nieselregen. Pestfäule haben wir bekämpft, ne? Das dürfte alles bereinigt sein. Eine ist noch da, warum auch immer. Aber okay, dann machen wir noch mal ein bisschen Leute an das Feuer, dass wir da auf sicherer Seite sind. Nur wieder nicht vergessen, lieber Brilli. Nicht vergessen. Our dearest Brillibi. Wir brauchen ein Menschenhaus. Wir brauchen ein Chappienhaus. Und wir brauchen ein Biberhaus. So. Großes Trapperlager haben wir leider nicht. Und hier machen wir direkt mal zwei Medics rein. So. Jetzt haben wir nochmal zwei Farmen mehr am Start. So, wie sieht das jetzt hier eigentlich aus? Was ist denn das hier? Oh Gott, muss ich das jetzt... Na, wir kriegen ja jetzt Kupfer, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann nicht mehr als 99 Kupfer haben. Kann das irgendwie sein? Kann das sein? Das kann doch nicht sein. Wir warten ab. Ach Gott, eine Blutblume, das gibt's doch gar nicht. Das würde ich gerne mit zweien machen. So, jetzt gehen die ersten Pasteten raus hier. Kekse sind wieder auf Null. Warum? Ich verstehe es nicht, ey. Ich habe schon zwei Bäckereien. Nur die Kekse, die nur Kekse produzieren, ey. Das kann es ja echt nicht sein. Ach, wieder mal ein Sturmwassergeisier. Ach, vielleicht doch alle. Ja, das Trinkschlauchproblem haben wir auch noch. Das müssen wir auch noch lösen. Was, haben wir irgendwas, was Trinkschläuche produzieren kann? Nee, oder? Doch, hier. Auf 1 aber auch nur. Tuchmacher. Also 6 Leder. Also wir brauchen safe Leder. Hab ich nicht. Da bräuchten wir die Ranch. Ist halt aber auch Bullshit, ne? Ja, jetzt sind es 113 hier. Alles klar, also es scheint zu gehen. Ich brauche ungelogen mal mehr Leute tatsächlich noch. Müssen wir mal gucken. 22 Pasteten. Ach komm, weg mal. Ah, guck mal, die Menschen sind jetzt auch auf blau. Jetzt kriegen wir hier 0,88 pro Minute. Das ist gut. So, das hier ist mittlerweile auf minus 550.
Alter, ne? Wir müssen immer diesen Tempel haben. Der Tempel, der ist, ich sag's euch, der ist der Beste. So, wir haben jetzt auch hier 30 Minuten rum. Das heißt, die Folge ist zu Ende. Dann sag ich einmal tschüss, macht's gut. Euer Brilli, bis zum nächsten Mal hier bei Against the Storm. Dann werden wir vielleicht, ja, doch, vielleicht gewinnen. Vielleicht gewinnen.